Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Kategorie Neko kotzt sich aus. Ja, ich werde vielleicht öfters mal so ein Auskotzvideo machen, weil es gibt einfach Dinge, die ich mal sagen muss und die ich jetzt nicht unbedingt immer in einem Let's Play anbringen möchte, weil es guckt ja auch nicht jeder alles und dann verpasst ihr vielleicht irgendwas Gutes oder keine Ahnung. Ja, nee, also wenn ich was hab, dann werde ich da auf jeden Fall mal gucken, dass ich da auch öfters ein Video zu raushau. Das hier hat jetzt sozusagen, oder sagen wir mal, der Auslöser dafür war ein gewisser Let's Player, dessen Namen ich jetzt nicht sage, aber ich hatte mal bei ihm reingeguckt, bei einem Wimmelbildprojekt, was ich mir jetzt eigentlich nicht anschauen wollte, aber ich dachte, okay, guck ich mal kurz rein, weil ich das Thumbnail ganz interessant fand. Und was habe ich rechts oben in der Ecke gesehen? Eine Facecam. Und da dachte ich mir, okay, jetzt ist Schluss, jetzt machst du einfach mal ein Video. Und ihr habt schon im Titel gelesen, ich rede über sogenannte, oder ich nenne sie jetzt mal so, Let's Player-Seuchen. Was genau ist eine Let's Player-Seuche? Das ist jetzt nicht, wir haben viel zu viele Let's Player und alle fangen wir an und bla 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 und alle sind so jung. Nee, nee. Das sind Dinge, die gewisse Let's Player tun, die sich halt einfach verbreiten wie eine Seuche. Also, ne, so jetzt das mit der Facecam ist zum Beispiel jetzt eine Let's Player-Seuche. Da kommen wir aber bei Punkt 4 erst hin. Ja, ich habe mir nämlich jetzt hier mich mal vorbereitet und habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich halt wirklich sehr, sehr nervig finde. Ultra nervig, unheimlich nervig. Und ich sag jetzt gleich, ihr könnt eigentlich schon wegschalten, also das Video minimieren oder sowas. Es wird nichts groß hier passieren. Ihr werdet immer nur so meinen Nikos-Screen sehen und ihr dürft nur zuhören. Also ich werde nichts zeigen oder sowas, ich werde nur reden. Deshalb könnt ihr ruhig woanders hinschalten, irgendwas anderes machen, was spielen nebenher oder sowas. Und hier fährt schon die Polizei vorbei. Nein, war vielleicht Krankenwagen oder sowas. Hier in der Nähe ist ein Krankenhaus. Ja, deshalb würde ich sagen, fange ich jetzt einfach mal an. Und zwar Punkt 1 ist Partnerschaft. Es ist schön zu sehen, dass man jetzt mit Let's Play Videos auch Partner werden kann. Ich sag nicht, dass das schlecht ist. Ich gönn's auch den Leuten, die es verdient haben. Also die es verdient haben, weil sie gute Videos machen und weil sie ein gutes Commentary haben und nicht, weil sie den Anforderungen von 2000 Views pro Tag entsprechen, weil das kann ich auch, wenn ich 200 Videos hochlade und habe auf jedes Video 10 Views, dann kriege ich meine 2000 auch. Aber das heißt nicht, dass ich qualitativ hochwertige Videos mache oder sage ich mal kein qualitativ hochwertiges Commentary habe. Was das allerdings mit qualitativ hochwertig genau bedeutet, werde ich da später nochmal drauf eingehen. Denn das ist auch so ein Punkt, wo ich mal ein bisschen drüber rumbitschen möchte. Ja, also Partnerschaft. Was stört mich dabei? Dass ich es zu der Let's Player solche aufgenommen habe, ganz einfach. Die YouTube-Partnerschaft sehe ich dahingehend als negativ bei leider überwiegend den YouTubern, nein, den Let's Playern, die Partner sind. Denn leider passiert es dann halt in den meisten Fällen, dass sie, ich sag mal, sich selbst verlieren. Also ich habe das leider schon sehr oft jetzt mitbekommen, dass Let's Player, die ich vor einem Jahr, vor 2 Jahren abonniert habe, sich ins Negative verändert haben, nachdem sie in einem Netzwerk untergekommen sind. Sei es jetzt TGN, sei es Game Insight. Die geben sich da beide nicht viel, was das angeht. Und ich muss halt auch leider sagen, dass ich lange sehr lieb gewonnene Let's Player daraufhin auch deabonniert habe, weil
mir die Art dann nicht mehr gefallen hat. Also jetzt mal abgesehen davon, dass diese Let's Player natürlich überwiegend sich auf die allerneuesten Spiele stürzen, die Spiele immer nehmen, die jetzt halt eben sehr gehypt werden, um, ich nenne es jetzt einfach mal, Abo-Phishing zu betreiben. Hupsala. Kann vielleicht sein, dass das halt nicht so ihre Motivation wirklich dahinter ist, aber für mich ist es eindeutig halt Abo-Phishing, weil sie es vorher nicht so gemacht haben. Das ist der springende Punkt. Die haben vorher vielleicht viele Retro-Games gespielt oder halt querbeet und plötzlich sieht man halt nur noch die Hype-Games wie Minecraft. Oder als dann der Amnesia-Boom war, hat dann plötzlich jeder Amnesia spielen müssen. Oder Assassin's Creed 3. Natürlich nicht irgendwann, sondern Punkt zum Release. Am schlimmsten sind dann die, welche die Vorgängerspiele nicht gespielt hatten. Also ich habe da mal bei einem Let's Player reingeschaut, der hat gesagt, bei Dead Space 2, er hat niemals Dead Space 1 gespielt. Also auch nicht privat. Ich meine, er muss davon ja kein Let's Play gemacht haben, aber er hat es nicht mal privat gespielt. Das heißt, er kannte die Vorgeschichte davon gar nicht, wo ich mir dann denke, ja, dann spiel doch halt erstmal Dead Space 1 und fang dann halt damit eine Woche oder 2 Wochen später. Nein, man muss es press am Release-Tag, am besten sogar noch vorher, weil man halt in einem passenden Netzwerk ist, wie jetzt zum Beispiel GameStar. Und ich glaube, ich bin ein bisschen zu laut. Ich mach mal das Mikro ein Stückchen weiter weg. GameStar oder Game Insider kommt halt mal vor, dass die Let's Player die Spiele halt schon vorher bekommen. Halt die Presse-Kits, die ich teilweise ja auch rumliegen habe, weil ich ja bei so einem Magazin schreibe. Ich schreibe, ich kriege kein Geld dafür, dass ich da Videos für mache. Und ja, dann stürzen sie sich halt auf die neuesten Games. Verändern sich halt ins Negative. Bei einem musste ich leider feststellen, der halt wirklich anfangs eine wirklich gute Art hatte zu Let's Playen. Er war auch mal lustig, aber hat Spiele durchaus ernst genommen, die Atmosphäre ernst genommen. Er wurde YouTube-Partner und innerhalb von 2 Monaten dachte ich, ich habe einen ganz anderen Menschen vor mir sitzen. Er hat sich zu einem richtigen Pausenclown verändert und das fand ich so schlimm. Er hatte, wie heißt das? Alan Wake gespielt und hat eigentlich nur dumme Sprüche abgelassen und Alan Wake ist halt einfach ein Spiel. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, ihr dürft mich dafür gern kreuzigen, aber wo einfach von seiner Atmosphäre lebt und nicht wirklich von seiner Story. Na, also diese dunkle, beklemmende Atmosphäre, dieses schon fast graue Setting, also es ist ja viel viel dunkel, ja. Es ist sehr dunkel, viel Nebel und so ein Kram und wenig Farben, keine wirklich grellen Farben und sowas. Und da macht man halt einfach das Spiel kaputt, wenn man da dämliche, unsinnige, blöde Kommentare mit blöden Akzenten von sich gibt. Es tut mir leid. Also das fand ich total schrecklich und da habe ich ihn dann auch leider deabonniert, den ich davor, ein Jahr vorher, jedem eigentlich gerne empfohlen habe und inzwischen, ja, rate ich eigentlich gerne jedem von ihm ab. Ist schade, ist aber halt auch nicht der einzige. Ich habe viele Let's Player, große Let's Player deabonniert, weil ich das einfach, ja, es war halt nicht mehr das, was mir an ihm gefallen hat. Und das fällt mir halt leider extrem immer nur bei den Partnerkanälen auf. Muss ich halt einfach mal dazu sagen. Natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt immer Ausnahmen, denn die bestätigen bekanntlich die Regel, die sich nicht oder nur sehr wenig verändern, die dann natürlich dann auch hingehen und mal ein etwas neueres Spiel sofort zum Release oder vor dem Release oder sowas machen. Gut. Vielleicht war das halt auch einfach ein Spiel, wo sie drauf gewartet haben und sich sehr drauf freuen. Das spreche ich ja keinem ab. Das soll es ja auch geben. Aber wenn es halt immer ist, wirklich immer diese Hype-Spiele. Monat für Monat. Und gut, ich habe auch viele Projekte am Laufen. Aber wenn ich dann sehe, halt, da laufen 10 Projekte und jeden Monat kommt eins dazu, weil man jetzt ganz unbedingt mit dem neuesten Spiel immer wieder anfangen muss. Ne? Ich meine, ich fange halt ein paar alte Gurken an, weil ich auf die gerade Lust habe und dann werden sie halt einfach mal angefangen. Ich gebe zu, ich bin da halt auch keine Ausnahme der Regel.
Aber ich gehe jetzt nicht hin und kauf mir sofort oder Let's Play. Autsch. Entschuldigung. Moment. Jetzt habe ich mein Headset geschlagen. Was wollte ich sagen? Ah ja, wo ich mir zum Beispiel Binary Domain gekauft habe. Das war ja auch zum Release, habe ich es mir gekauft. Habe ich es bisher Let's Played? Nein. Es steht auf meiner Liste. Irgendwann wird es mal kommen. Vermutlich, wenn ich Vanquish werde. Ich habe irgendwann, wenn ich es mal fertig kriege. Und ja, aber gut, ich habe jetzt angekündigt, Ni No Kuni zum Release zu spielen, aber auch einfach, weil ich auf dieses Spiel so geil bin, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin ein großer Ghibli-Fan. Ich bin ein großer Fan von Level 5, zumindest Level 5, und zumindest von denen, die ihren Professor Layton spielen. Und ich denke mir einfach, dass das schon ein geiles RPG wird, was die da auf die Beine stellen. Aber ob ich es jetzt auch wirklich zum Release machen kann, weiß ich nicht. Ich möchte eigentlich gerne vorher wenigstens ein Projekt irgendwie fertig kriegen. Und ja, mal schauen. Aber das ist halt so, was mir bei der Partnerschaft negativ auffällt, mitunter negativ auffällt. Was mir dabei auch auffällt, ist der zweite Punkt meiner Let's Player-Seuche. Und zwar, das ist das View-Gejammer. Und damit meine ich jetzt nichts, dass einfach mal jemand hingeht und ein Video macht und sagt, ja, Leute, was ist denn los? Ich hatte, keine Ahnung, vor 3 Monaten mal 100 Views mehr, jetzt ist es plötzlich so eingebrochen, mache ich euch zu viel Videos, mache ich sie zu lang, gefallen euch einfach die Projekte nicht, das meine ich nicht. Ich meine die, wo wirklich richtig, richtig abbitchen darüber. Also wo Video machen und sich darüber auskotzen, dass ihre Abonnenten faule Schweine sind und sie nur wegen Spiel XY abonniert haben und sonst gar nichts gucken und dass sie sich doch bitte deabonnieren und das kann's ja wohl nicht sein und warum guckt das keiner? Und ich habe keinen Bock mehr, Videos zu machen. Wenn es halt so weitergeht, werde ich das und das Projekt abbrechen. Das breche ich sowieso ab, weil das hat mir zu wenig Views. Und wisst ihr, das sind so Sachen, das verstehe ich einfach nicht. Ich meine, gut, dass man halt sagt, das Projekt hat jetzt zu wenig Views. Ist schade. Dann mache ich halt so ein Spiel nicht mehr. Keine Ahnung, wenn jetzt jemand immer nur Shooter gespielt hat, macht plötzlich ein RPG, damit spricht er halt nicht seine Abonnenten an. Aber man sagte halt gut, das mit dem RPG ist nicht angekommen, ich mache das noch fertig und dann gibt's sowas halt einfach nicht mehr. Tut mir leid, aber dann spiele ich halt was, wo die Leute eher draufgehen. Das ist ja okay. Aber dann zu so sagen, ja, ich habe jetzt nur 1000 Views von 4000 Abonnenten, das Spiel kommt nicht gut an, ich brech's ab. Und dann sitze ich einfach nur da so, hä? Was ist jetzt mit den 1000, die sich das angeguckt haben? Was, da denke ich mir doch als Zuschauer, ja, bin ich's nicht wert oder sind diese 1000 Views nicht wert, das Projekt zumindest fertig zu machen? Na, nur fertig machen. Dann spielt man's halt eher so im Schnelldurchlauf, nimmt halt jetzt im Fall eines RPGs halt weniger Quests mit und rennt dann halt ein bisschen eher durch, macht aber wenigstens die Story fertig. Nee. Es muss abgebrochen werden, weil zu wenig Views. Und dann wird die alle Woche ein Video gemacht, warum man so wenig Views hat und wie einem das doch ankotzt und überhaupt und es stinkt einem und sowieso. Und da hat man keinen Bock mehr. Und da könnt ihr mir halt einfach sagen, was ihr wollt. Bei gewissen Let's Playern, die Partner sind, ist mein Eindruck einfach das Gebitsche, weil die nicht genug verdienen. Ganz einfach. Ja, auch hier gibt es wieder Ausnahmen, aber das ist wirklich so. Für mich hat es einfach den Eindruck, dass hier nur rumgebitscht wird, weil nicht genug Kohle fließt. Klar, jeder möchte Geld verdienen, jeder braucht Geld, aber ganz ehrlich, sucht euch halt einfach einen vernünftigen Job. Wenn ihr wirklich euch so an YouTube klammert, dass ihr sagt, es muss wesentlich mehr Geld fließen, dass ich davon leben kann, dann sucht euch einfach einen Job, sei es eine Teilzeitbeschäftigung. Denn was machen die Leute, wenn mal in 5 Jahren YouTube sagt, wir supporten keine Let's Player mehr, weil wir ständig eins aufs Dach kriegen von der Game-Industrie? Was machen die dann?
Die haben ihr ganzes Leben darauf aufgebaut, mit Let's Plays Geld zu verdienen. Ich habe ja auch gehört, dass diverse Let's Player sogar ihre Ausbildungen abgebrochen haben. Also die haben nichts auf der Hand. Wenn das Ganze in die Hose geht, dann haben sie nichts auf der Hand. Ich bin ja selber jemand, der keine Ausbildung hat und ihr habt keine Vorstellung davon, wie schwer es ist, ohne eine Ausbildung irgendwo einen Job zu finden. Ja, also ich habe sogar Probleme bei Zeitarbeitsfirmen, weil die teilweise auch nur geschultes Fachpersonal suchen. Ich hatte jetzt Glück, wo unterzukommen, aber auch nur, weil ich in dem Bereich auf selbstständiger Basis schon gearbeitet habe. Das heißt, ich habe eine gewisse Grundkenntnis gehabt und er musste mich nicht mehr einlernen dafür. Ja. Und es war auch reiner Zufall. Hätte ich mich jetzt bei dieser Firma beworben, hätte der mich vermutlich auch nicht genommen. Na? Deswegen, es ist schön, wenn man da Geld verdient, aber bitcht deswegen nicht so rum, wenn die View-Zahlen nicht stimmen. Wenn es euch zu wenig Kohle ist, ganz ehrlich, dann überlegt halt einfach mal, ob ihr da nicht doch irgendwas anderes macht. Dass es halt natürlich neben der Schule her nicht funktioniert, sehe ich ja ein. Wenn man direkt in einer Ausbildung ist, man verdient in vielen Ausbildungen sehr wenig Geld. Gut, aber dann, Leute, hättet ihr nicht den YouTube-Kanal, müsstet ihr auch mit eurem Geld leben. Dann müsst ihr halt euch einfach ein bisschen einschränken. Ganz einfach. Dann werden halt nicht, keine Ahnung, wird nicht jeden Tag bei McDonald's gefressen, dann isst man lieber halt mal zu Hause. Ne? Es muss nicht der HD-Fernseher für 300 € sein, dann kauft man sich halt einen kleineren oder gar keinen, wenn der alte noch funktioniert. Ich habe hier noch zwei Röhrenfernseher stehen. Warum soll ich mir jetzt einen HD-Fernseher kaufen? Ich schaue kaum Fernsehen, das ist schon mal das eine, aber die zwei funktionieren noch. Ich habe kein HD-Kabel, also was, also kein, ich habe einen Kabelanschluss, aber keinen HD, also was, hallo? Ich habe zwei 4:3 Bildschirme hier stehen. Warum soll ich mir einen 16:9 kaufen, wenn die noch funktionieren? Das mag vielleicht andere anders sehen, aber, ne? Aber das ist so dieses View-Gebitsch, das geht mir als so auf den Sack, wenn ich dann immer mal wieder, ich muss auch ehrlich sagen, deswegen habe ich auch schon Leute deabonniert, weil die wirklich wöchentlich, ja, wöchentlich solche Videos rausgehauen haben und gesagt haben, ja, warum guckt ihr denn nichts? Warum guckt ihr nicht? Warum habe ich 10.000 Abonnenten, aber bei Spiel XY, was schon 50 Millionen andere vor mir gespielt haben, nur 1.000 Views? Ja, warum wohl? Weil es schon 5 Millionen andere vor dir gespielt haben. Wenn ich Assassin's Creed 1 Let's Playe, brauche ich nicht zu erwarten, dass mich plötzlich ein Massensturm an Views erreicht, weil das haben tonnenweise andere Leute schon vor einem gespielt. Und in der YouTube-Suche, wer wird bei Assassin's Creed nach oben gepusht? Vor allem bei Assassin's Creed 2. Ich denke mal, das dürfte der CK noch sein. Das war zumindest so, was ich das letzte Mal nach dem Let's Play von Assassin's Creed 2 geguckt habe. Ja, ich habe jetzt Fallout 3 im Stream gespielt. Das gucken auch nicht viele. Ja, warum? Weil es schon Millionen andere Leute Let's Played haben und es wesentlich besser als ich das mache. Ja, ich bin ja, ich habe da ja null Skill und alles und bin ja auch da durch das Anfangslevel da richtig durchgerusht und die Story an für sich interessiert mich ein Bullshit. Ich spiele das eigentlich nur als Jux und Dollerei, also, ne? Aber da ist. Da kann ich mich als wirklich schon mal aufregen, weil die Leute denken halt nicht für 5 Cent mal mit. Am liebsten dann bitchen sie nur rum. Vor allem machen sie dann halt ihre Abonnenten runter. Das ist dann noch das Schönste. Da werden die Abonnenten dafür bestraft, dass zu wenig Views kommen, weil das halt vielleicht ein Spiel ist, wo die nicht interessiert, die Masse nicht interessiert. Und da wird alle anderen werden dafür dann halt mitbestraft. Das sind ja dann eh die geilsten. Also da könnte ich sowieso schon ausflippen, wenn ich das dann höre. Wie gesagt, mit diesem Projekt abbrechen und sowas. Es geht mir einfach nicht rein. So. Ich denke, damit habe ich bei Punkt 2 alles gesagt. Ich glaube, ich werde krank. Komme ich bald mal zu Punkt 3.
Das hat auch mit Qualität, das fließt so ein bisschen ineinander über, aber es geht überwiegend um Studiomikrofon. Wenn ich neben dem Let's Playen von mir aus noch Podcasts aufnehme oder singe und das aufnehme, bitte, dann soll man halt oder kann man halt das Studio-Mikrofon für die Let's Plays mit benutzen. Was mir aber überhaupt nicht reingeht, ist, dass man sich fürs Let's Playen ein Studio-Mikrofon kauft. Ja, es hat eine bessere Qualität. Es klingt besser, wenn man damit umgehen kann. Das sollte man noch dazu sagen, und wenn es ein gutes Mikrofon ist. Aber diese Leute stellen in meinen Augen die Qualität des Audios über den Spielkomfort. Damit meine ich nicht, dass man sich relaxed zurücklehnen kann in einem Sessel und neben dem Zocken Bier säuft und Chips frisst. Nee, damit meine ich ganz normal das Gameplay. Auch hier werde ich keinen Namen erwähnen, aber es gibt einen gewissen Let's Player mit Studiomikrofon, wo ich eigentlich in mindestens 2 von 30 Videos höre: Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Da steht ein Mikrofon davor. Ah, jetzt muss ich da so umständlich rumgreifen wegen dem Mikrofon. Ah, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal ein bisschen näher in den Bildschirm. Das Mikrofon steht im Weg. Was soll das? Ganz ehrlich, wenn ich nicht in der Lage bin, ein Spiel vernünftig zu spielen, weil ich ständig dieses Mikrofon in der Fresse habe, ja, diesen Pop-up-Schutz, den ich ja brauche, damit ich auch diese Qualität kriege, die ich damit erreichen möchte. Warum muss ich mir sowas antun und warum stelle ich damit das Spielen des Spiels hinter die Audioqualität, weil es ist so ganz klar, die gucken nur darauf, dass das Audio wirklich gut ist, dass die noch vernünftig dann spielen können. Das scheinen die gar nicht irgendwie mit zu bedenken. Ich habe ein Headset aufgehoben, ich habe hier mir als ständig so ein Gebrummel im Hintergrund, was ich aber denke, was irgendwie mein PC mit dran schuld ist. Aber ganz, ich kann machen, was ich will. Ich kann hier rumgestikulieren, bis mir schwindelig wird. Ich kann mich zurücklehnen, wenn ich will. Ich kann mich vorlehnen, wenn ich will. Ich kann ganz gemütlich mein Gamepad in der Hand haben. Ich kann an der Tastatur was machen. Das stört mich. Das stört mich gar nicht. Ich habe hier mein kleines Mikrofon. Ich habe meine Kopfhörer auf und wunderbar. Warum muss ich mir selbst so einen Stress machen und mir so ein beschissenes Standmikrofon vor die Fresse stellen, was mich eigentlich in meiner Bewegungsfreiheit und beim Spielen eigentlich nur behindert? Ganz ehrlich, das ist absolut übertriebenes Qualitätsgehabe, genauso wie jedes Video in Originalqualität hochzuladen. Mehr wie 1080p ist das doch sowieso nicht. Und das ist für mich persönlich schon total übertrieben, in 1080p ein Video hochzuladen. Ja, ich bin ja schon nicht wirklich glücklich mit 720p, die ich hochlade. Ich mache das eigentlich nur, weil ich persönlich finde, dass dann der Ton halt besser klingt. Aber selbst da sind die Videos für mich schon eigentlich viel zu groß. Da rendere ich an ein 15-Minuten-Video mit meinem PC aktuell über eine Stunde. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt würde ich in 1080p machen. Ja, also abgesehen davon, dass ich mein Material nicht in 1080p aufnehmen kann, das ist halt schon mal das Erste. Aber da sitze ich dann was 2, 3 Stunden. Das mache ich nach meiner 4-Stunden-Aufnahme. Da sitze ich über einen Tag dran, das wegzurendern. Ich sitze ja schon bei Xenoblade Chronicles, wenn ich 4 Stunden aufnehme, länger dran, als ich eigentlich aufnehme. Also irgendwo, ne? Also, weißt du, und dann sind es so Leute, die sagen, ja, das Spiel kommt zuerst und dann der Spieler, ja? Ja, nee, das Mikro kommt zuerst, dann kommt Spiel und dann kommt der Spieler. Womit wir nämlich zu Punkt, ja, zu Punkt 4 kommen, nein, zu Punkt 4,
Facecam. Das ist die Seuche, die mich am meisten ankotzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin alles andere als ein Fan von Facecams. Warum? Weil ich das absolut... Das ist noch unnötiger als ein Studiomikrofon, ja? Bei einem Studiomikrofon kann ich zumindest ein bisschen damit argumentieren, ja, die Qualität ist besser. Wer es halt unbedingt braucht, wer halt so eine Qualitätssuche ist, bitte, ja? Aber Facecam, was ist daran besser? Mich persönlich stört es unheimlich, wenn ich links, rechts, oben, unten irgendwo so ein Bildschirmchen habe, wo ich den Let's Player sehe, weil ich möchte den jetzt sehen. Ich gucke das wegen dem Spiel, wegen seinen Kommentaren und nicht, damit ich ihn seine Fresse sehe. Ernsthaft, ja? Irgendwo ist doch auch mal Schluss, vor allem verdeckt es dann irgendwas. Meistens irgendwas von der hat, dass ich nicht sehe, was hat er gerade für eine Waffe, wie viel Muni hat er noch, wie ist sein Leben oder sowas. Ich meine, klar, im Prinzip sind das unwichtige Dinge für mich als Zuschauer. Das möchte ich eher sehen, wie wenn er jetzt da sitzt und die ganze Zeit auf den Bildschirm guckt und redet und hat dann auch noch am besten das Studiomikrofon vor der Fresse, sodass ich ihn eh nur so die Augen sehe, ja. Also, was soll das, ne? Also, dann kommen dann so Leute wie PewDiePie und die machen dann da den Affen vor der Kamera. Das ist doch absolut, tut mir leid, das ist absolut gestellt und übertrieben, was er da abzieht. Und wenn sich Leute erschrecken, ja, warum muss ich ihn sehen, wenn sie zurückzucken? Was habe ich davon? Ganz ehrlich, Leute, also jeder, der jetzt so auf Facecams abfährt, was genau habt ihr davon? Mehr, worüber ihr lachen könnt? Oder, weil ganz ehrlich, was ist eure Motivation dahinter, dass ihr ständig nach Facecams schreit? Ja, also ich hatte schon mal dem einen Let's Player, weshalb ich jetzt dieses Video mache, eigentlich gehofft, dass er sich dem Geschrei danach von seinen Abonnenten verwehrt. Aber nein, natürlich muss er dem Geschrei folgen. Warum auch immer. Und jeder, der das macht, es tut mir leid, die Let's Plays gucke ich nicht. Weil mich nervt es einfach. Ich möchte das Spiel sehen. Und dann gibt es noch so Pros, ja. Die machen mal fast, sage ich mal, fast ein Viertel, ich habe da wirklich gesehen, da war fast ein Viertel vom Bild mit der Facecam voll. Was denken die sich denn dabei? Bei ihm war es wenigstens nur ganz winzig klein oben in der Ecke, bei diesem gewissen Let's Player, ja? Und es, bitte, aber das hat wenigstens nichts Lebenswichtiges, zumindest bei dem Spiel, das war so winzig klein oben in der Ecke. Vielleicht so 5x5 oder 6x5 oder... Ja, das war ja, glaube ich, nicht quadratisch. Egal, auf jeden Fall so ganz klein. Und die anderen knallen ja so ein riesen Bild rein, sodass du wirklich fast mindestens die Hälfte vom Spiel verpasst, weil du es nicht siehst. Ja, also da könnt ihr euch auch schon mal drauf einstellen. Bei mir werdet ihr niemals eine Facecam sehen. Weder in einem Let's Play Video noch in einem Livestream. Wenn ihr meine Videos guckt, dann wegen den Kommentaren oder wegen dem Spiel von mir aus. Aber ich möchte keine Abonnenten haben, die nur einschalten, ja, weil sie mich sehen wollen, wie ich einfach nur geradeaus auf meinem Bildschirm stiere, weil was anderes mache ich nicht während dem Spielen, ja. Ich mache da nicht den Affen dann und zappel hier rum wie ein Kasper. Ich sitze ganz ruhig da, habe meinen Controller in der Hand, da ich ja meistens und am liebsten mit Controller spiele, und stiere auf dem Bildschirm, um mich auf das zu konzentrieren, was da passiert. Warum müssen mir Leute dabei zugucken? Wie ich nichts mache. Ich mache keinen Vlog, ja. Ich bin nicht Dr. Allwissend, der irgendwie, da Videomaterial mit einbaut, der, keine Ahnung, irgendwas bildlich veranschaut oder sowas, ja. Ich mache nichts. Das sind keine Vlogs, das sind keine News, Views gerade, ne? Das sind keine News, kein gar nichts. Und selbst wenn ich so wie hier jetzt so ein Video aufnehme, ihr müsst mich dabei nicht sehen.
Das ist meine Entscheidung, was das angeht, weil ich es als unnütz sehe. Und deshalb, bei mir wird es sowas nicht geben. Und ich bin jedes Mal wieder am Kotzen, wenn ich sehe, wie ein Let's Player nach dem anderen sich diesem Geschrei ergibt. Entweder, ja, haben sie nicht genug Courage zu sagen, nö, das gibt's bei mir nicht. Oder sie gehören halt zu der Sorte Let's Player, die ihren Abonnenten alles recht machen wollen. Und ich sag euch hier jetzt klar und deutlich, und wenn ihr das anders seht, dürft ihr mich gerne deabonnieren, aber ich bin meinen Abonnenten nichts schuldig, meine Abonnenten sind aber auch mir nichts schuldig, ja? Also ich muss nicht nach eurer Pfeife tanzen, weil ihr jetzt unbedingt was haben wollt. Andererseits müsst ihr aber auch nicht nach meiner Pfeife tanzen, ne? Also wenn ich jetzt sage, klickt mehr auf das Video, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, favorisiert mich, dann müsst ihr das genauso wenig machen, wie ich mich genauso wenig dem ergebe, wenn ihr nach einer Facecam schreit, ne? Also was das angeht, da bin ich eisern. Wenn ich was nicht möchte, dann gibt's das auch nicht. Und wenn ihr was nicht möchtet, dann macht's ihr halt einfach nicht. Dann guckt ihr die Videos nicht von dem Spiel, das euch nicht gefällt. Dann gebt ihr mir halt keinen Daumen hoch, wenn euch das zu viel ist. Dann favorisiert ihr es halt nicht. Dann teilt's halt nicht auf Facebook, euren Freunden, was auch immer. Ja. Ist mir recht. Wie gesagt, ich bin euch nichts schuldig, ihr seid mir nichts schuldig. Von daher habe ich zumindest soweit die Eier zu sagen, ich mache, was ich möchte und werde mich nicht irgendeiner Seuche ergeben, wenn ich nicht da hundertprozentig hinterstehe. Und gut, wenn ihr jetzt bei sagen, steh da hundertprozentig dahinter, meine Fresse in die Kamera zu halten, gut, dann seid ihr halt. Muss man halt einfach so sagen, ein bisschen kamerageil, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, warum man das unbedingt machen muss. Ganz ehrlich, bei einem Vlog sehe ich es noch ein, bei einem Livestream, wo man vielleicht wirklich nur redet, so wie es Dings gemacht hat, ja, das Videoamt, der hat ja mal so ein Hangout gemacht, glaube ich. Gut, da mit einer Webcam von mir aus, weil es halt nichts groß zu sehen gibt. Bitte, aber bei einem Let's Play, wo sich auf dem Bildschirm eigentlich die Action abzuspielen hat, und zwar bei dem Spiel und nicht bei einer Facecam, kann ich es halt einfach nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Geht nicht. Also auch bei einem Horrorspiel, gerade da, kann ich es nicht verstehen, weil für mich macht's die Stimmung des Spiels kaputt. Wenn ich da ständig oben irgendwas, weil ich muss dann, das ist wie bei einem Unfall, man muss dann da einfach hingucken. Außer man klebt sich ein Post-it drüber, aber dann verdeckt es ja trotzdem einen Teil vom Bildschirm. Ja. Aber das ist es halt einfach. Ich fühle mich von Facecams absolut gestört. Egal, ob das jetzt bei einem Horrorspiel ist, bei einem kleinen Indie-Game, was auch immer. Was jetzt natürlich auch wieder eine super Überleitung ist zu meinem Punkt 5, denn ich habe mich jetzt genug für die Facecam ausgekopft, und zwar sind das die Indie-Games. Ich spiele auch gerne Indie-Games, ich habe auch viele Indie-Games gekauft, weil es mal was anderes ist. Sie sind auch großteils nicht sehr teuer, dass man halt mal sagen kann, okay, ich investiere die 5 Euro und ich muss gerade mal kurz meine Nase putzen. Davon werdet ihr aber eher nichts mitbekommen, weil ich das professionell rausschneide. So, und vermutlich habe ich jetzt den ganzen Teil auch nach vorne verschoben, dass ihr da nicht mal eine Pause drin hattet, weil ich bin einfach genial. Ich werde scheinbar doch krank. Ja, auf jeden Fall, Indie-Games sind eine feine Sache. Ich finde es schön, dass mittlerweile da eine richtige Community drumherum gewachsen ist, die halt gerne Indie-Games auch zocken. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schön, dass Indie-Games so einen Boom mitkriegen, weil teilweise, nicht alle, aber teilweise haben sie diese Spiele wirklich verdient, die wirklich auch leider, ja, das muss man wirklich sagen, leider besser sind als mancher AAA-Titel.
das ist schon ein Armutszeugnis. Zumindest das, also für die AAA-Titel ist das ein Armutszeugnis, dass Indie-Games, die vielleicht von 3 Leuten gemacht werden, wo keine Millionen von Dollar hinten dran stehen, besser sind als das, was die da abliefern, ja. Firmen, die schon seit Jahrzehnten im Geschäft sind. Wirklich Armutszeugnis. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Aber was mich daran so stört, ist, dass es wirklich jetzt die Let's Player, dass die sich da so hervorheben, wo wegen ich spiele Indie-Games, ich bin was Besonderes. Let's Indie, Let's Play Indie, ja, Indie-Weekend, wo ich mir denke, Leute, Indie ist mittlerweile Mainstream, ihr seid nichts Besonderes mehr, wenn ihr ein Indie-Game zockt. Man muss das auch nicht immer wieder sagen, so ja, hallo, herzlich willkommen zum Let's Play XY. Hierbei handelt es sich um ein Indie-Game. Ist diese Info jetzt so wichtig oder ist es wichtiger, als zu sagen, bei diesem Spiel handelt es sich um einen Plattformer? Bei diesem Spiel handelt es sich um einen Shooter oder um einen RPG? Was? Welche Info ist denn da wichtiger? Das ist ein Indie-Game oder das ist ein Spiel aus dem Genre XY? Also wenn ihr mich fragt, finde ich das Genre noch interessanter zu erwähnen, als dass es ein Indie-Game ist, weil, ganz ehrlich, was muss ich denn da so ein Geschiss drum machen? Man kann es während dem Spielen vielleicht mal erwähnen, ach ja, falls ihr es noch nicht wisst, hier, das ist ein Indie-Titel, kriegt ihr da und da oder ist von dem und dem Entwickler. Aber dass man gleich so, ja, hallo, wir spielen jetzt das, es ist ein Indie-Game. Ja, von wegen, ja, hallo, guckt, ich bin was Besonderes, ich spiele Indie-Games und nicht nur Spiele von EA, Capcom und Sony. Weißt du, also, denkt doch einfach mal drüber nach. Und die Leute, die sich für Games interessieren, wissen das doch eh. Ja, und wenn ihr halt wollt, dass sie das Spiel kaufen, dann verlinkt's in der Beschreibung. Die liest zwar eh kein Schwein, aber dann könnt ihr wenigstens sagen, Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr das auch wollt, guckt, gibt's bei Steam für Schlag mich tot. Oder könnt ihr auf der Seite des Entwicklers kaufen. Ja, also dieses Hervortun, so ich bin was Besonderes, ich spiele Indie-Games. Guckt mich alle an. Ja, wo ich mir einfach nur denke, ja, super, es gab schon Leute vor dir, die Indie-Games gezockt haben. Und wäre Minecraft nicht so geboomt, wäre vermutlich die Indie-Game-Szene heute noch nicht so gehypt, wie sie jetzt ist. Mal ganz ehrlich. Ich denke, dass überwiegend Minecraft für diese Indie-Szene, dieses Indie-Szenen-Gehype verantwortlich ist. Also, ihr müsst euch da nicht so, ne? Also, genauso. Das ist jetzt zwar nicht ein Punkt meiner Let's Player-Seuche, weil das mehr so ein paar Einzelne betrifft, aber weibliche Let's Player, die schreiben sehr gerne, habe ich gesehen, in ihrer Kanalbeschreibung: Ich bin ein Mädchen und zocke Shooter. Ich bin weiblich und zocke gerne Horror-Games. Ich bin weiblich und ich spiele gerne Horror-Shooter. Ja, ich bin weiblich und spiele für euch jetzt Dead Space. Und weiter. Ich bin weibliche Let's Playerin und spiele Fußball. Also FIFA oder sowas, ne? Wo ich mal denke so, ja und? Hä? Ich habe was von Emanzipation gehört, so Gleichberechtigung, ne, also ich darf auch, ich gehe doch nicht hin so, haha, ich bin weiblich, ich guck mal, ich spiele jetzt Vanquish. Nee, ich sag ja, guck mal, ich bin Noob und spiele Vanquish, ja. Also, wenn sie halt sagen, ich kann's nicht und spiel's, bitte. Wenn sie sagen, ich bin weiblich und guck doch, wie toll ich bin, ich kann auch Shooter spielen. Ja. Ich meine einfach denke, was ist denn daran so Besonderes? Bloß weil jetzt Shooter halt überwiegend von Männern gespielt werden oder halt Horror-Games überwiegend von Männern. Weil halt, muss man halt auch sagen, in Deutschland die Gamer-Szene halt überwiegend aus Männern besteht. Ja, also, so wie die Anime- und Manga-Szene, muss man sagen, in Deutschland überwiegend aus Frauen besteht, besteht halt die Gamer-Szene überwiegend aus Männern. Es gibt ja auch mehr männliche Let's Player als weibliche. Und weiter? Who cares? Spiel das gottverdammte Spiel und spiel es am besten gut, wenn du dich damit so brüstest, ja? Was ich dann da teilweise sehe, denke ich mir, Mädel, am besten hättest du das mal gar nicht gespielt. Wärst du besser zu einem
Barbie-Teil von DS gegangen oder sowas, ja. Und meine Nachbarn räumen gerade um. Vermutlich verrücken sie gerade irgendwas, um den Weihnachtsbaum dahin zu stellen. Ich habe im Übrigen keinen Weihnachtsbaum. Für mich alleine lohnt sich sowas gar nicht. Ich habe so einen Mini-Baum. So, der ist 30 cm hoch oder so aus Plastik. Wunderbar. Ja, auf jeden Fall, ne? Hallo? Ich muss mich nicht damit brüsten, dass ich Indie-Games spiele. Ich muss es nicht so, hier, guckt mich an, ich bin weiblich und spiele Shooter, ne? Also, lasst das doch einfach. Ihr habt nichts davon. Genauso mit diesem, anstatt Let's Play, Let's Indie. Oder guckt mal, ich bin was Besonderes, schreibt nicht mehr Let's Play meine, in meine Titel, ich schreibe es nur noch XY, zockt das und das. Ja, dann wundert euch nicht, wenn euch kein Schwein findet. Oder sich die Videos nicht anguckt, weil die nach einem Let's Play gucken und nicht nach einem Let's Zock, weil das können nämlich genauso gut ein Gameplay-Video sein ohne Kommentar. Nur mal so. Ja, da kommen wir auch zu meinem letzten Punkt. Vielleicht kriege ich das sogar noch in ein 1-Stunden-Video rein. Das wäre doch mal toll. Das Ausnutzen der Abonnenten. Je größer ein Kanal wird, desto mehr muss ich leider feststellen, dass immer mehr Bulletins aufkommen von wegen, wer macht mir ein Background, wer macht mir ein Intro, wer macht mir ein Avatar, wer leckt mir den Arsch ab. Wisst ihr? Und am besten noch, ja, was kriegt ihr dafür? Ich verlinke euren Kanal. Haben diese Leute eigentlich eine Vorstellung, was, wenn jetzt halt jemand hergeht und ein wirklich individuelles Design gestaltet, also nicht, er nimmt ein paar Bilder von irgendwelchen Spielen, packt die in Photoshop und macht daraus ein Background, sondern erstellt vielleicht sogar eigene Grafiken oder sucht Grafiken zusammen und erstellt einen Background, der halt auf diesen Kanal zugeschnitten ist. Haben diese Leute eine Vorstellung, was sowas bei einem richtigen Grafiker kosten würde? Und dann wollen sie nicht mal, keine Ahnung, 20, 30 € oder sowas dafür bezahlen. Nee, nee, da heißt, ja, ich verlinke deinen Kanal, dann ist das Kanaldesign vielleicht für eine Woche drin mit Verlinkung auf den Ersteller. Und dann kommt jemand, der bringt einen wesentlich geileren Background. Ja, und dann ist nach einer Woche ist das alles wieder gegessen, dann kommt der nächste dran. Macht mir ein Intro, am besten noch macht mit eigener Musik, mit eigener Grafik. Am besten kennt ihr euch noch mit arschteurem Programm XY aus und macht was Vernünftiges und klatscht mir da nicht sowas hin. Ich möchte es so und so haben und es muss professionell sein und bla bla bla. Ja, was kriegen die Leute dafür? Ich bezweifle, dass sie da irgendwelches Geld sehen. Und jetzt könnt ihr von mir aus sagen, ja, das machen die User ja freiwillig und bla bla bla. Mag ja alles sein, aber ich muss doch diese Gutmütigkeit meiner Abonnenten muss ich doch nicht so schamlos ausnutzen. Und es ist schamloses Ausnutzen, wenn ich einfach nur möchte. Ich möchte ein Intro, ich möchte ein Background, ich möchte, dass du mir den Arsch abputzt, ja? Dann kriegen die Leute, was kriegen die? Eine Erwähnung im Kanaldesign und vielleicht noch eine Verlinkung auf ihren Kanal. Ja, wenn ja halt ein anderer Kasper kommt, der ihnen was Besseres bringt, dann haben die davon halt nichts. Ja, dann waren die vielleicht mal eine Woche drin, haben 3, 4 Klicks bekommen oder werden jetzt mit Anfragen zubombardiert und dürfen noch anderen Leuten umsonst Backgrounds machen, was ja auch einen Haufen Zeit kostet, wenn man es vernünftig macht. Ja, also das ist ein. Ich habe das auch schon probiert in Photoshop, vernünftig mit Bilder ausschneiden und dass alles wirklich gut aussieht und keine hässlichen Ränder dann drin sind. Da sitzt du halt schon mal deine Stunde oder länger an einem vernünftigen Background, ja. Nicht irgendwas hingeschnudeltes oder halt nur mit ein paar Bilder und dann den Namen drin, vom Let's Player schon was Vernünftiges, ja. Und ja, dann hatten sie eine Woche Arbeit, haben es einen Haufen Leute, die auch umsonst einen Background wollen, aber im Endeffekt, das Einzige, was sie davon haben, ist weniger Freizeit, weil sie jetzt halt die Aufträge abarbeiten dürfen. Na, also, oder eigene Musik erstellen oder sowas. Und am besten noch jedes Mal in jedem Video rumjammern. Ja, man möchte, keine Ahnung, ja,
Xbox, aber hat da jetzt kein Geld für und oder man möchte einen Xbox Controller für den PC, aber hat jetzt gerade kein Geld dafür, hat sich aber erst keine Ahnung, eine HDP VR gekauft, aber hat keine 40 Euro für einen Controller. Und das am besten noch in jedem Spiel, in jedem Video erwähnen oder alle drei Videos lang erwähnen, dass irgendeiner mal Mitleid bekommt und dann dem gewissen YouTuber das Spiel, sag ich schon, das Gewünschte kauft. Ja, also dass sie sich da auch extrem beschenken lassen und auf Steam sehr viel beschenken lassen und sowas. Ja, ist da also, wenn es jetzt schon so weit geht, dass man das versucht, die Abonnenten dahingehend zu manipulieren, dass sie für einen Geld ausgeben, ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei mir ist, aber ich denke mal, dass viele meiner Abonnenten noch entweder zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen. Die haben normalerweise auch nichts Geld zum Scheißen, ja. Und noch jüngere YouTuber haben ja auch noch jüngere Zuschauer, die wirklich vielleicht Schüler sind und nur Taschengeld haben oder sowas, ja. Und dann sind diese YouTuber ja auch noch Partner, verdienen halt Geld mit ihren Videos, wo ich halt sage, wenn du dir so einen Controller kaufen willst, dann spar halt einfach da drauf. Du verdienst Geld mit deinen Videos, dann gibt es halt für. Entschuldigung, für deine Let's Plays aus. Ich bin mittlerweile schon so weit zu sagen, ich möchte gar kein YouTube-Partner sein. Weil mich das so ankotzt, wie die sich teilweise wirklich benehmen. Und das ist mit diesem Ausnutzen Abonnenten, das ist genau dasselbe. Ich habe Willwort auch schon angeboten, hier, ich mache den Kanal Design. Nee. Nee, ist lieb gemeint, ist nett, aber nee. Ganz ehrlich, wenn ich da keinem was dafür geben kann, was ich im Moment halt leider nicht kann, dann nö. Sakro hat mir einen IRC-Channel erstellt, weil ich da ehrlich gesagt jetzt, ich gebe es zu, jetzt nicht so die Muße hatte, mich an dem Abend da einzulesen. Sakro hat es, zack, zack, war das Ding erstellt. Er managt das Ganze auch für mich und er hat auch was von mir dafür bekommen. Jetzt nichts übermäßig großes, aber er hat dafür auch was von mir gekriegt. Also von daher, ein bisschen Anerkennung muss da schon hin dran sein. Und das ist nicht in meinen Augen nicht damit getan, dass ich jetzt jemanden ein bisschen verlinke, weil im Endeffekt hat derjenige vielleicht dadurch ein paar Abonnenten. Wenn er denn einen aktiven Kanal hat, das kommt ja noch mit dazu, also nicht jeder, der Backgrounds erstellt oder sowas, der macht dann auch Videos, dass es sich für ihn lohnt, irgendwo verlinkt zu werden. Und wenn man halt am Ende dann Geld für seine Designs haben möchte von den Leuten, wie viele werden dann da kommen und sagen, ja, ich zahle dir halt 50 Euro dafür, dass du mir ein Design machst. Deshalb, ich bin der Meinung, wenn man eine Leistung, eine Dienstleistung erwartet, sollte man diese auch entsprechend bezahlen. Ich kann auch nicht zu McDonald's gehen und sagen, hier, ich möchte jetzt drei Hamburger, dafür papp ich mir jetzt dein Logo aufs Auto. Na, also, ich möchte mal gerne wissen, wo ich so weit schon damit komme. Klar, es gibt dieses kratz mir den Rücken, dann kratz ich dir den Rücken. Also so, du gibst mir was, ich gebe dir was zurück, aber das muss halt auch in Relation stehen, ja. Wenn ich jemanden im Background mache, eine Verlinkung ist für mich bei der Zeit, die ich darin investiert habe, nicht wirklich ein angemessener Gegenwert. Ist jetzt meine persönliche Meinung, ja. Weil der Background wird halt irgendwann ausgetauscht, der Grafiker wird irgendwann ausgetauscht und der andere Grafiker hat dann auf lange Sicht gesehen nichts davon wirklich gehabt. Wie gesagt, vielleicht halt ein paar Abonnenten, die ihm auch nur was bringen, wenn er aktiv Videos macht. Aber nicht jeder, der halt Grafiken macht oder der halt einen Background macht oder sowas, ist halt automatisch auch
mit einem aktiven Kanal auf YouTube unterwegs. Und wenn ich halt zu einem Profi-Grafiker gehe, muss ich dem halt auch Geld dafür bezahlen. Ich krieg's vielleicht günstiger, wenn ich sage, hier, ich verlinke dich, weil das für ihn dann mit auch Werbung ist. Aber bezahlen muss ich's normalerweise trotzdem. Ja, außer es ist halt wirklich so einer, der sagt, mir ist die Werbung wichtig. Wenn ich jetzt sage, oh, ich gebe 50 € sonst für eine Werbung in der Zeitschrift aus, hier für 50 € mache ich dir einen Hintergrund, dafür werde ich aber verlinkt. Dann aber halt nicht temporär für 2 Monate oder so. Na, also ich kenne das zumindest so aus der Praxis. Da muss man schon irgendwo einen festen Platz dann auch haben. Oder da gibt es dann von wegen, ja, du darfst jetzt für die nächsten 6 Monate keinen anderen Grafiker oder so mehr benutzen. Dafür mache ich dir in der Zeit 2 Hintergründe oder sowas. Na. Ist jetzt, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ich bin kein Fan davon, Abonnenten auszunutzen, Dienstleistungen von meinen Abonnenten zu fordern. Ne? Also ist teilweise schon wirklich eine Forderung, was hier gestellt wird. Für eine kostenlose Dienstleistung, die dann in meinen Augen nicht entsprechend gewürdigt wird. Könnt ihr mir ja gerne mal eure Meinung zu dem Thema oder allgemein zu den Themen sagen. Wie ihr das so seht, ob ich mich einfach nur ein bisschen anstelle oder dass das gar nicht so das Problem ist, dass ich vielleicht einfach nur die falschen Leute abonniert habe, weil es mir halt überwiegend leider bei meinen auffällt. Diese Negativsachen eben und ja. Ich würde sagen, das war's erstmal. Vielleicht gibt's auch noch mal Let's Player solche Teil 2, wenn mir noch ein paar Sachen einfallen oder so. Ich denke, 6 Punkte in einer Stunde reichen. Wie gesagt, also da wird's vielleicht doch noch mal ein zweites geben. Vielleicht gibt's auch mal ein Let's Player solche. Wie nennt man das? Ja, halt nochmal so ein Kommentar zu dem Video, wenn halt entsprechend viele, keine Ahnung, Kommentare kommen und meinen, ja, das ist so und so oder du siehst das völlig falsch, das ist bla bla bla. Also dass ich mich dann da nochmal irgendwie rechtfertige, weil wie gesagt, ich habe hier meine persönliche Meinung zu diesen Themen geäußert. Ihr dürft da natürlich eine andere Meinung dazu haben. In Deutschland herrscht eigentlich Meinungsfreiheit, hier auf meinem Kanal auf jeden Fall, wenn ihr natürlich, ja, ganz wichtig, auch euch entsprechend benehmt bei eurer Meinungsäußerung. Also wer nur mit Beleidigung um sich wirft, der braucht jetzt nicht zu erwarten, dass ich das toleriere, weil das mag ich auch nicht. Auch im Internet gibt es gewisse Netiquetten, also. Oder jetzt sagen wir mal eine gewisse Etikette für die Leute, die jetzt mit dem Begriff Etikette nichts anfangen können. Also eine gewisse Form, die man zu wahren hat, was einerseits heißt, ein bisschen auf die Rechtschreibung gucken. Nicht jeden und nicht alles gleich beleidigen, bloß weil derjenige eine andere Meinung hat. Die Meinungen anderer zu respektieren, was ich sehr, sehr wichtig finde. Es zu respektieren, dass jemand eine andere Meinung hat als ihr. Ihr dürft ja auch eine andere Meinung haben und diese äußern. Bloß wenn jemand halt sagt, ja, ich sehe das halt eben anders, dann dürft ihr den halt auch nicht anbitschen. Ja, also jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern. Jeder hat das Recht, eine eigene Meinung zu haben und die sollte man auch respektieren. Ihr müsst sie nicht dingensen, ihr müsst sie nicht teilen, aber respektieren. Ja. Wir sind alle eigentlich vernünftige Menschen. Mit mir zumindest kann man vernünftig reden. Wie das bei anderen ist, da kann ich kein Urteil drüber fällen, aber mit mir kann man vernünftig reden, denn ich rede auch vernünftig mit euch, wenn ihr mir nicht dumm kommt. Ganz einfach, ja? Ich bin eine erwachsene Frau. Ich muss mich hier nicht mit Teenager-Gehabe artikulieren. Na, nur, dass wir das hier mal klargestellt haben. Ja, auf jeden Fall, das war jetzt mal Nico kotzt sich aus, Let's Player Seuche.
Wenn ihr da eine Meinung habt oder mir was dazu sagen wollt, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben, in meinen Kanalkommentar, in meinen Kanalkommentar. Doch, das stimmt, in die Kanalkommentare. Ihr dürft auch gerne PN schreiben oder auf meinem Blog findet ihr eine E-Mail-Adresse, da dürft ihr auch gerne hinschreiben. Ich sag das einfach nur immer wieder gerne, dass keiner glaubt, ich fische jetzt hier für Comments, ne? Also ihr müsst mir keinen Kommentar unter das Video schreiben, wenn ihr mir zu einer Sache etwas sagen wollt. Ne? Genauso wie ihr mir nicht immer einen Daumen hoch und so geben könnt, was ich eigentlich als siebten Punkt noch hätte anführen müssen, dieses Daumen hoch, favorisieren und abonnieren, aber das ist eine allgemeine YouTube-Seuche, bloß die schlägt jetzt immer mehr bei den Let's Playern um sich. Ganz grauenvoll. Aber vielleicht mache ich auch mal ein Video zu YouTube-Seuchen. Da könnt ihr mir gerne Themen vorschlagen oder Seuchen vorschlagen. Weil vielleicht gibt es auch Sachen, die ich jetzt nicht so kenne. Oder vielleicht habt ihr auch Let's Player abonniert, die noch ganz andere Gehabe zeigen. Noch ganz andere ganz anderes Seuchenbildnis. Kann ja auch sein. Dann dürft ihr das gerne sagen. Wie gesagt, sagen, sagen, sagen. Sagen, 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 sagen. Ja. Vielleicht wird es da noch ein Let's Player Seuche 2 geben oder ich fasse es dann in eine YouTube Seuche ein oder ein anderes. Nego kotzt aus mit einem ganz anderen Thema. Werden wir ja dann sehen. Aber ich mache jetzt Feierabend und ich würde sagen, wir hören uns dann bei einem meiner anderen Videos wieder. Bis dann.